Moin moin zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Witcher 3. So, wir waren vorhin mit der Hauptmission fertig mit dieser einen Kapitel. Besser mit keinem Kapitel, sondern wir haben Junior nicht richtig gefunden. Und jetzt machen wir eine Nebenmission. Die Nebenmission haben wir in der Hauptmission bekommen. Da müssen wir theoretisch nur eine Belohnung abholen für die Befreiung von jemandem, den wir da gerade eben befreit haben. Und das machen wir jetzt einfach schnell, weil das wird bestimmt einiges an Geld sein. Hoffen wir mal, was der gute Bettlerkönig zu uns sagt. Ja, komm, rede mit uns. Ja. Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Das war's. 100 Erfahrungspunkte und einen Gegenstand. Oh, noch ein Gegenstand? Oh, ich hoffe, das hat sich gelohnt. Die Rüstung ist schlechter. Das Schwert ist deutlich besser. Okay. Hat sich dann auf jeden Fall schon mal gelohnt. Neues Schwert. Kann man immer gebrauchen. So, dann geht's weiter mit der Hauptmission, hat mir ja gesagt. Und zwar geht es weiter im Lager der Widerstandskämpfer mit Vernon Roche reden. Da porten wir uns mal in die Nähe hin. Wo ist es? Da porten wir uns zum Anwesen am besten. Laufen wir zum nächsten Portpunkt und dann reiten wir hin. Ich bin ja von der Grafik immer noch beeindruckt. Wenn wir hier laufen, eine kleine Bitte von meiner Seite. Ich würde mich über Feedback tierisch freuen. Besonders im Thema der Audioqualität mit meiner Stimme. Da bin ich ja immer nie so zufrieden. Da würde ich mich besonders über Feedback freuen. Ich habe ein bisschen dran gearbeitet. Ich hoffe, die Stimme ist jetzt besser und es sind nicht mehr so viele Schnaufer zu hören wie vorher. Deswegen da gerne Feedback da lassen. So, packen wir sie hin. Wie gesagt, ich habe versucht, die Stimme jetzt deutlicher zu machen, etwas aufzupeppen in Outer City. Vorher habe ich ja direkt aufgenommen. Ohne Outer City-Bearbeitung. Da ist mein Plötze. Endlich können wir wieder reiten, Plötze. Los, los. Diese offene Welt hat mir deutlich gefehlt. Ich muss sagen, ich bin hier lieber unterwegs als in Novigrad. Ich mag eigentlich Städte nicht so schön. Novigrad ist super Design, keine Frage, kein Thema. Aber ich bin so eher der Fan von freien Maps, kleinen Dörfern und so, kleinen Siedlungen. Und das gefällt mir eher. Aber das ist eine reine... Mach langsam. Da bin ich ja mal gespannt, ob das gut geht. Ich glaube sie ehrlich gesagt nicht. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir, ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten.
Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst. Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Wie sogar das Echo... Das Echo der Schlucht da dargestellt wird. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Das war's jetzt? Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Was ist mit der Dame? War doch gerade eine Dame da, die hat gesagt, wir können sie nicht zurücklassen. Was hat ihr damit gemeint? Keine Ahnung. Na gut, Ausflug hat sich ja voll gelohnt. So, jetzt geht's nach Ochsenfurt, würde ich sagen. Jo. Dann go, go. Plötze voraus. Nö. Mit der wollen wir uns nicht anlegen. Ja, spring doch drüber. Geht es nicht aus vollem Galopp? Langsam. Da ist er schon. Er war schneller hier als ich. Mein Kontakt sollte hier sein. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Gehen wir. Ja, dann auf zum Schachclub. Ein Schachclub. Finde ich auch wieder sehr komisch. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden.
Schach matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Keine Ahnung, warum der Schach spielt. Keine Ahnung. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam. Tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe natürlich alles, was du sagst. Ich verstehe es jetzt. Du verstehst gar nichts. Du redest mir nur nach dem Mund. Das meinte ich nicht wirklich. Erste verborgene Wahrheit: Ein Monarch ist immer von Narren umgeben. Verstanden? Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Unwichtig. Reden wir. Hätte ich jetzt mit Ja antworten sollen? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanian ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ist die gute Frage, warum er das überhaupt macht, ne? Fragen wir mal nach. Der will bestimmt was. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens. Zumindest fast. Dafür erwarte ich einen. Das war ja wohl klar. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager, dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Wie sie alle was von mir wollen. Mit der Geduldsfaden reißt. Bin doch nicht die Wohlfahrt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du mich auch mal. Man erfährt. Wir machen so mit den Hexen viel, kurzen Prozess. So kneift, und dann bist du weiß. Oh, die Bande von Novigrad ist gescheitert. Okay, ich habe keine Ahnung, was das für eine Quest war. Ich
habe keine Ahnung, warum das hier so leicht laggt. Ich hatte noch nie Lag-Probleme bisher. Ist mir absolut unklar. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Das ist natürlich immer ein Missverständnis. Ich töte niemanden bewusst. Das muss ein Missverständnis sein. Genau. Holen wir uns den Bastard! Jetzt! So, haben wir was zum Looten dabei? Ja, die haben den Schlüssel dabei. Was für einen Schlüssel haben die dabei? Boah, ist das ein kostenlos los? Versuch's doch, du Schwanz! Autsch. Ich mag keine Bogenschützen. Und ein Finishing Move. Hier was Interessantes dabei. Ich will ja eigentlich gar nicht alle looten. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle looten soll. Das dauert ja Ewigkeiten, das Ganze immer zu looten. So, da unten stehen noch weitere Kandidaten für mich. Rennen. Hey, wir bekommen andauernd Finishing Moves. Ist irgendwas Interessantes zu looten, nicht, dass ich irgendwas vergesse? Oh. Schinkenbrötchen, wir haben Schinkenbrötchen gefunden. Der ist doch bestimmt schon wieder geflüchtet, oder? Der Feigling. Naja.
Jetzt hat er mich gesehen. Los, auf ihn! Hat echt mit dem Feuer. Das braucht man echt nur eine Hochskill oder so vorher. Sondern hat es fast überhaupt keinen Sinn, das zu verwenden. Ich weiß nicht, ob ich das hier lohnt, es mal zu looten alles. Das ist alles nur. Ja. Irgendwie alles nur so Krimskrams. Wobei es was Interessantes zu looten gibt es irgendwie nicht. Schlüssel wird benötigt. Oh, ganz toll. Jo, dann auf in den nächsten Stock. Kuckuck, ist da wer? Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Wow. Hat er hier die Frauen nackt aufgeknöpft oder wie? Sollte ich ihn erwischen, wird er dafür auf jeden Fall sterben. Was hat er gemacht mit ihr? Sie wurde an die Wand genagelt. Das ist ein komischer Typ, ey. Hat er die alle umgebracht? Was soll das sein? Verfick nochmal! Hilfe! Verflucht doch mal! Es kommt keiner. Halt! Was? Was willst du? Genau, ich bin hier, um ihn zu töten. Dafür stirbt er auf jeden Fall für die Aktion. Hallo Junior, hab dich schon eine ganze Weile gesucht. Ich bin hier, um dich zu töten. Ich geb dir alles, was ich habe. Nee, auch wenn ich geldgierig bin. Aber hier gibt es nicht. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiß-Tu... Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen. Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigiräufens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren?
Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Okay, da scheinen wir wieder eine Rückblende auf Kiri zu bekommen. Und ich würde sagen, da machen wir aber kurz eine Pause, bevor es mit ihr weitergeht. Weil ich denke, es passt ganz gut, jetzt eine Pause reinzumachen. Ich hoffe, das Ganze hat euch bis dahin gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen, besonders zu, wie gesagt, zur Audioqualität. Und dann sage ich mal, ciao, ciao, bis dann, euer Blugrom.